So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. In dessen Folge haben wir die zwei Nebenaufgaben von oder aus, ich weiß gar nicht mal, wie hieß denn dieses kleine Dörflein? Ich glaube, das ist das hier gewesen. Ja, Brookborough. Ja, dort sind wir gewesen. Wir haben zwei Aufgaben angefangen. Die eine ist noch hier. Da brauchen wir leider Level 25 bzw. 26, um den Troll Einhalt gebieten zu können. Und haben ja dann noch drei Kisten chinesischen Kaukohl eingesammelt und hier in Fadecroft abgegeben. Und haben auch Sebastians Schwester gesehen, weil wir einfach wie immer halt in die Gebäude reinmarschieren. Und ja, in der heutigen Folge werden wir uns nach Hogwarts begeben. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, welche Nebenaufgaben wir haben. Ein Hauch von Liebe, stimmt. Wir müssen noch den Schatz finden. Oh ja, verdammt, Donnergebräu. Okay, wenn wir dann wirklich das nächste Mal uns irgendwie hier die Schädel einschlagen, müssen wir an das Donnergebräu denken. Genau, wir hatten nämlich hier Post. Das war nun die Frage von Nazai. Ach so, das hatten wir schon. Ach so, warte mal. Die Findusor, okay, das hatten wir auch. Professor Fig. Verteidigungszauber. Lucan Bradleby. Hä, ich dachte, wir hätten jetzt hier noch eine Aufgabe. Lernen wir Sebastian einen Fluch. Nun gut. Würde ich sagen. Im Schatten der Krypta einen sehr schönen Namen. Oh, Belohnung von Frinko. Ja, sehr gerne. Gut, da gehen wir ganz schnell auf die Karte. Ich dachte, wir hätten jetzt noch mehr Aufträge, die wir haben bzw. machen können. Aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Naja, dann machen wir mal die Hauptstory weiter. Und lernen hoffentlich jetzt gleich Konvrink und triff dich mit Sebastian nur allzu gerne. Sebastian! Obwohl, warte mal, nee. Moment, ich muss mich ja erstmal kurz ausrüsten. Ja gut, das nicht. Erscheinungsbild ändern. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal diesen schönen Umhang. Kopfbekleidung wissen wir noch nicht. So, hat sogar eine Eigenschaft. Obwohl, verdammt. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt so genau hingehen. Warte mal. Wir machen nochmal kurz zwei kleine Abstecher. Der erste Abstecher wird zum Raum der Wünsche. Und dann werden wir erst einmal die Gegenstände identifizieren. So, was war das hier, ne? Genau. Ansonsten nee, haben wir hier nichts. Nehmen wir. Was nehmen wir denn jetzt? Einfach mal das Erscheinungsbild, so Heizbekleidung. Mich mal, kommt immer kein Schal. Da haben wir auch nichts mehr. Zauberstab, Griffe. Da ist auch ganz,
Ganz nett. Ich nehme einfach mal den jetzt hier. Und dann würde ich sagen, nochmal kurz zur Karte, auf nach Hogsmeade, um die Sachen zu verkaufen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal in irgendein Verlies gehen, wo wir da wieder 50 Truhen finden. Und dann ärgere ich mich doppelt und dreifach, dass meine Ausrüstungsplätze wieder voll sind. Deswegen verkaufen wir jetzt nochmal die Sachen und dann begeben wir uns zum Guten. Zum Sebastian. So, in hallo. In Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Ja. Sehen Sie sich ruhig um. Durch Infernia. So. Guck nicht so grimmig. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Naja. Und sagt jeder Händler, weil er Geld verdienen möchte. So, nochmal Karte von Hogwarts. Und jetzt hierhin und dorthin. Und jetzt geht es zum Sebastian. Da bin ich mal gespannt, welche Krypta er uns jetzt zeigen möchte. So. Da warten wir mal auf den guten Sebastian. Hier drüben. Ja, ich sehe dich, Kollege. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Mhm. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Klar. Und ich frag nicht, dass es eine Krypta gibt. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Ja. Ah, stimmt. Das haben wir schon mal gesehen. Ganz am Anfang, wo ich mich gefragt habe, was das ist, weil, ganz ehrlich, im Geheimeingang ist es jetzt nicht sehr auffällig. Ist es nicht gerade sehr unauffällig, so rum meine ich das. Also, da hätte man auch einfach jetzt hier, einfach einen Mechanismus einbauen können, dass man, keine Ahnung, hier auf diesen Punkt drückt und dann öffnet sich halt eine Tür. Und natürlich weiß ich sofort, wie ich das machen muss. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Ach, da ist der. Er hat ihn Krypta getauft. Rebellion. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Mhm. Revelio. Aber wir schauen uns natürlich erstmal hier um. Irgendwelche Kritzeleien mit was saven? Was? Nee, ich kann es leider nicht lesen. Zwischen irgendwelche Ruhen. Aber ein schöner, niedlicher Ort. War nicht gern so gemütlich wie der Raum der Wünsche, aber ja, hiermit kann man sich auch anfreunden. Und hier haben wir sogar noch eine Wurzel, die hier reinwächst. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich.
Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das klingt lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ja, sehr gerne. Was muss ich drücken? Bestimmt wieder Leertaste F. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Ja, Leertaste. Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Natürlich. Konzentriere dich. Ziele. Damit die Krypta intakt bleibt. Mhm. Auf welche Ziele? Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich. Aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Confringo! Gut gemacht! Sehr schön. Ist das so? Cool. So. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Jetzt haben wir es schon ein bisschen romantisch hier. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich würde mich freuen, ja, nimm einfach mal das. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Versprich, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich bin gelangweilt. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Ja. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Okay. Sag mal so, der gute Sebastian soll schon wissen, dass wir eine mächtige Hexe sind oder mächtige Hexe werden. Dass er mit uns nicht...
nicht zu spaßen ist. Ja, wir haben auch andere Fähigkeiten, von denen wir nicht wissen. Wir können nämlich hier irgendwelche Sachen umwerfen oder von der Decke holen. Keine Ahnung, was ist gerade? Bin ich hier gerade wieder irgendwie zu nah an einem Gegenstand vorbeigelaufen? Ja, schon cool, wenn sich die trotzdem bewegen könnten, wenn man drauf zaubern würde, aber naja. Naja. Wie die hier zum Beispiel. Gut, aber hier gibt es ja jetzt eigentlich nichts mehr für uns zum Sehen. Und ja, würde ich sagen, verlassen wir jetzt einfach mal die Krypta. Und ich bin mal gespannt, welche Zaubersprüche unser gutes Sebastian hier noch beibringen möchte. Er hätte noch einfach die Treppe hochgehen können. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ich stieß zufällig darauf, weil Sebastian hat uns ja gebeten, dass dieser Ort unter uns bleibt. Und es ist aber schön, wie die Stimme von Ominous sich von einem zum anderen wechseln kann. Ne? Also da war jetzt so, ja, ich kenne dich auch. Wie bist du da reingekommen? Ja. Hat ein paar Stimmungsschwankungen, der gute Herr. Der Raum heißt die Krypta? Ah. Oder der Junge, ist ja noch kein Herr. Ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Puh. Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Ey! Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Oh, die Draco Malfoy-Karte. Ich habe davor, das auszunutzen. Wenn nötig. Drohungen sind unnötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, danke. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Entschuldigung. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Oh, wie er die Augen voll... Hier mit den Augen gerollt hat. Warte mal, können wir da rein? Nein! Wir können nicht da rein. Och Mann. Och Mann, ich würde gerne Mäuschen spielen. Obwohl, wir können ja eigentlich mit dem Illusionszauber... wird reinschlüpfen und zuhören, wie der Ominous und Sebastian rund macht und... Och Mann, ich wollte mich jetzt mit Ominous jetzt nicht irgendwie verkrachen. Och Mann, ich will doch einfach nur Freunde hier finden. Für Sebastian würde ich jetzt nicht... Also, aber jetzt schon ein Freund ist, keine Ahnung, ne? Klar, der hat die Bibliothekssache auf sich genommen. Oder wir haben ihn ja von der alten Magie erzählt, aber wir haben ja jetzt gefühlt nur... Weiß nicht, 20 Minuten miteinander verbracht, also deswegen. So ein richtiger Freund ist er noch nicht, aber könnte einer werden. Ich möchte Ihnen Sebastian. Wingardium Leviosa beibringen. Hallo. Um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Und? Brauchst du Taschentücher, um deine Tränen zu trocknen, weil Ominous dich voll fertig gemacht hat? Oder geht's noch? Und vor allen Dingen, warum... Ich meine, es ist ja Nacht. Ich meine, wenn wir hier rumschleichen, ist es ja jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Sebastian? Hm. Du sollst eher schlafen, ne? Und nicht in einem leeren Buch. Hm. Ach doch, jetzt. Ein paar Zeilen kann man erkennen. Naja. Hä? Ominous? Bist du noch sauer? Ja. Wen haben wir hier? Kennen wir dich? Nee, weil... Ist doch in der Nacht. Was machen denn jetzt diese drei Schüler hier? Oder ist es schon wieder irgendwie morgens? Lies immer noch sein Büchlein? Ominous ist dort. Hä? Warte mal. Gut, kann ja auch später Abendstunde sein. Aber die gute...
Ja, sorry. Professor Garlick möchte ja... Merkwürdig. Uns Wingardium Leviosa beibringen. Und da werden wir in der heutigen Folge noch diesen wundervollen Zauberspruch lernen. Kann ja nicht schaden. Und wo müssen wir überhaupt hin? Hier. Und lang, okay. Ja, aber es ist nicht eigentlich bloß... Achso, melde ich bei... Oh. Warte mal, können wir eigentlich mit Confringo jetzt hier? Sorry. Confringo. Ja. Ha! Revelio. Das bleibt unter uns, ne? Dass ich hier Confringo beherrsche, ne? Confringo. Ich brenne den Arsch weg. Hä? Jetzt warte mal. Den kannst du langsam wirklich gut. Oh, danke. Hätte ich nicht erwartet. Ach so, warte mal, wir haben... Aha. Ja, wo muss ich... Warte mal, ich will doch... Oder warte mal, muss ich erst doch die Eulenpost mir anhören? Genau, Wingardium Leviosa beibringen. So, Karte. Wir tun uns einfach mal zu den Gewächshäusern teleportieren. Da muss ich erst mit Prof... Nee, das ist, würde sie mir ja nicht diese Eule schicken. Ja, warte mal, Karte und dann Aufträge. Ach so, ich muss. Ach so, ich muss wieder Sachen beschaffen. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Araune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das noch in der nächsten Folge. Wir müssen ja auch noch ein Donnergebräu. Haben wir aber noch ein Donnergebräu? Warte mal. Nee, Donnergebräu müssen wir. Ah, Frucht der Schrumpelfeige. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mal diese zwei Aufgaben von den Lehrern, damit wir die Findio und Wingardium Leviosa erlernen können. Und dann würde ich sagen, werden wir uns wieder zu Professor Fig zuwenden und ihm halt mitteilen, was wir halt gefunden haben. Weil ich glaube, von der Kartenkammer haben wir noch nicht erzählt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das getan haben. Aber ich kann mich auch täuschen. Ist ein bisschen länger her, seitdem ich Hogwarts Legacy gespielt habe. Lenora, Everlake. Sind auch wieder hier. Ganz alleine. Das ist schon ein bisschen sehr suspekt, die ganze Sache hier. Ja, also ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.